Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zenfected. Wie man sieht, ich bringe gerade Holz rüber zu unserer Base, was wir am Bauen waren. Habe schon einiges rübergekarrt. Wollte euch dann doch mal wieder mit dabei haben, damit ihr seht, so was so passiert ist bis jetzt. Und zwar, ich würde jetzt hier hinten anfangen, mit Holzleiter setzen. Damit wir die auch mal eben da so alle haben. So. Jetzt nehmen wir hier mehr auch mal eben Bretter raus. Und fangen wir auf der Seite an. Kann ich eigentlich so liegen, dass ich wieder nicht mehr reinnehmen kann? Ja. Eine Feder. Ja, ich wurde ein paar Mal attackiert jetzt unterwegs, während ich hier gefarmt habe. So, mein Ziel war es jetzt, hier anzufangen, die erste Seite fertig zu bauen. Und dann mal Schritt für Schritt weiter nach da rüber zu bauen. Wir müssen so oder so unsere Kreissägen oder unsere Sägen umbauen. Der Platz, wo sie stehen, ist halt nicht gerade perfekt jetzt wieder. Aber vorher entleeren wir sie doch mal. Und nach kommen wir auch immer weiter da voran. Einiges, was wir als Nachteil haben, ist unser. Also wir müssen noch viel, viel mehr Holz transportieren. Ich stelle jetzt mal hier so hinten hin. Und zwar, glaube, ah, ich glaube so rum. Oder macht das Sinn? Ich glaube so genau. Müssen wir jetzt hier hinten eher arbeiten mit der Säge. So schnell ist das Holz halt wieder weg, was man halt schon gesammelt hat. Fängt es natürlich an, es kommt wieder ein Schneesturm, hoffe ich ne mal nicht, dass es jetzt ein Sturm wird, aber es schneit schon mal. Nein, wäre ja nicht so schlimm. Das hält unsere Klamotten aus. Gegen Schneesturm müsste ich halt noch ein paar Sachen machen. Das hat man gerade übrigens gesehen, was ich meinte. Die Frösche setzen sich auch einfach mal in die Karre rein und fahren mit. Das ist mega cool ist. Ist man nicht so alleine unterwegs dann? Sind die Frösche bei ein? Ja, so. Wieder was abgelegt. Und wieder ein Kahn voll. Ich sollte unbedingt gleich mal ein bisschen Fleisch essen, damit wir mehr Energie wieder haben oder mehr Ausdauer. Okay, jetzt wird uns kalt. Es ist anscheinend wieder zu kalt. Hatte ich die Mütze noch auf? Ja. Die mal absetzen, weil sonst wird uns zu kalt. Und zu kalt wollen wir nicht. Und das meine ich. Die kamen die ganze Zeit so an und wollten mich nerven. Schon ein bisschen frech von denen, oder? Meiner Meinung nach. Eben die Sägen alle einmal füllen. Brauchen ja auch ein bisschen wieder von der Säge die Bretter. Ist schon einiges, was wir da machen müssen. Ich habe, glaube ich, offstream bin ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal von da hinten, von den Haufen hier hinten gelaufen.
hat er halt die Bretter gemacht und nebenbei dann schon mal Scheite reingeworfen in einigen Teilen. Also einigen Blaupausen. So. Er wird noch ein, zweimal offen sein, was hier liegt. Aber holzmäßig hier ist noch genügend. Und ich will jetzt nicht zu nah bei uns abfällen, weil wir ja wissen, die Wärme, wenn halt der auch Sommer ist, ist halt nicht gerade angenehm. Und ich glaube, die Vampis werden angezogen vom Wärmer. Darum ist diese offene Fläche, wo wir angefangen haben zu bauen, eigentlich nicht gerade die beste. Wenn es halt darum geht, gegen die Vampis zu spielen. Aber wir wollen ja auch eine Herausforderung. Also. Bleiben wir hier so. Ja. Finde es gut, wenn du dann halt rechte Maustaste klickst und er das Holzscheit einfach mal fallen lässt, was du schon rausgeholt hast. Im Versehen. So, wir nehmen mal eben hier Bretter wieder raus. Können nämlich hier hinten mal wieder. Na, guck mal. Schon wieder eine Stelle fertig. Und so muss es doch sein. Wir kommen Schritt für Schritt voran. Und keine Probleme hier beim Bau. Und das zählt doch. Zack. Guck. Das ist doch mal so hervorragend. Dann holen wir doch gleich nochmal wieder eine Ladung. Wir können auch hier gleich in den anderen Wald hier gegenüber gehen. Dann haben wir einen kürzeren Weg. Aber so haben wir da hinten schon mal ein bisschen Freiraum geschaffen. Eventuell kriegen wir ja die Vampis so gelockt, dass sie halt mehr so da hinten bleiben und nicht zu uns kommen. Müssen wir mal gucken, ob das halt vielleicht möglich ist. Des Weiteren müssen wir auch noch Steine kloppen oder Steine uns holen. Als nächstes. Jetzt mal eben hier wundern. Wirf die mal. Hier jetzt so hin. Das ist unser nächster Ablagepunkt. Da werfen wir gleich alles von den anderen Wald dahin. So muss ich gleich, kann ich gleich schon rübergehen zum nächsten Wald und dann können wir da gleich anfangen mit Holzfällen. Ja, heute noch einmal so eine Holzfarmtour. Aber auch das sollte kein Problem sein, hoffe ich. Wenn nicht immer die Ausdauer ausgehen würde. Wie gesagt, ich muss mal eben gleich mal Fleisch essen gehen. Ich habe jetzt gerade keins im Inventar. Sollten wir eigentlich unsere Ausdauer auch wieder voll bekommen. Wasser muss ich ja so oder so dann auch noch trinken. Alles gar kein Problem. Ja, Proteine und so kriegen wir halt gerade kaum rein, da wir nicht das nötige Material dafür haben. Wir müssen halt, wenn wir im Sommer sind, muss es halt losgehen, dass wir anfangen, Rationen herzustellen.
Damit wir vielleicht halt im Winter uns von den Rationen ein bisschen ernähren können. Glaube, wir hatten sogar noch einmal Ration. Haben wir da? 6 Stück. So, noch den einen da holen. Ja, guck mal. Das haben wir in den letzten Folgen geschafft. Jetzt ziehen wir das hier noch rum und dann da noch rum und dann haben wir die Grundplattform schon mal fertig. Und dann kann es eigentlich schon mal anfangen mit einem Zaun ringsrum. Wir gehen erstmal was essen. Damit wir auf 100 Ausdauer kommen. Damit wir dann doch ein bisschen auch länger rennen können. Finde, die Türen sind aber auch ziemlich laut hier. Essen wir einmal. Da sieht man. 100 voll. Weil wir Fett und Proteine haben. Kohlenhydrate und Vitamine fehlen uns. Das sollte aber auch irgendwann gar kein Problem sein. Ja, die Pilze bringen halt Kohlenhydrate. Aber du musst halt 8000 da mindestens von essen, damit du dein Kohlenhydratehaushalt da decken kannst. Nehmen wir doch mal auch mit. Es fehlt nämlich genau an der einen Stelle nur einer. Und auf der anderen 5. So, Umschlagplatz wollte ich da hinten so machen. Hier so. Bedeutet, wir gehen jetzt hier so ein bisschen. Ah, wobei es ist hier schon ziemlich kahl, ne? Hier könnten wir. Hauen wir uns doch hier ein bisschen was weg. Noch einmal so richtig wunderschön hier Holz fällen. Bis die Axt kaputt ist. So lange fällen wir jetzt. Oder ein Vampi kommt, um uns zu ärgern. Jetzt sind wir übrigens nur noch auf 50 Ausdauer wieder zurückgegangen. Da uns halt andere Sachen fehlen. So. Das sieht doch schon gut aus. Ach, warte, lassen wir ihn hier so liegen. Wir holen das Geld mit der Karre hier ab. Muss jetzt hier jetzt nicht alles zu einem Umschlagplatz werfen. Dann werden wir mit der Karre auch hier gleich ranfahren können. Weit haben wir es ja nicht. So. Ah, ist schon eine richtige Lücke hier reingeschlagen worden. Einmal nach oben laufen. Und wir packen hier mal alles rauf. Und wir bringen das mal weg. So.
Ja, das ist mit der Ausdauer. Die Ausdauer mag uns nicht so. So. Wir öffnen hier mal die restlichen rein. Müssen wir hier auch noch gleich die Lücke einmal füllen. Und jetzt habe ich schon wieder so viel Inventar, dass ich wieder nichts tragen kann. Supi. Und ziemlich voll bin. Ist aber wieder typisch. Aber die beiden werden jetzt auch gleich fertig. Wie gesagt, werfe ich die doch da rein. Dann muss ich mal eben kurz in mein Häuslein. So. Die müssen auch noch gemacht werden. Die habe ich vergessen mit reinzusetzen. Gehen jetzt mal ins Haus und legen mal eben ein bisschen wieder Sachen ab. Haben ein bisschen zu viel im Inventar. Alleine davon haben wir verdammt viel. Von den Pflanzenfasern. Irgendwann können wir uns damit kaputt werfen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir damit machen sollen. Damit uns ja nicht kalt werden kann. Und damit das Kobalterz gebraten werden kann. Packen wir hier mal rein. Seile vielleicht auch mal eben ablegen. Sortiere ich alles gleich weg. Mal darüber und da packen wir auch noch welche eben ab. Daraus machen wir auch gleich noch ein paar Seile. So, und schon können wir weiterarbeiten. Vielleicht einen Stein mal mitnehmen. Heute mit E wieder rausnehmen. Das ist, wenn du die ganze Zeit immer zwischen E und O wechseln musst. Es lässt sich halt verwirren. Oh, in der Richtung war unser Umschlagplatz, also wird auch hier irgendwo unser Holz liegen. Umschlagplatz ist da, Holz liegt da. Einmal verwirrt die Tasten klicken alle. Und weiter geht's. Wir können da hinten halt jetzt nicht die Bretter fertig machen, sonst müsste ich irgendwie gucken, dass wir Bretter transportieren können besser. Den Grund habe ich mich halt hierfür entschieden. Oh, wir müssen von hier aus innen drinne das machen. Okay. Sollten wir wohl ein bisschen beachten, weil wir ja nicht springen können, wenn wir die Bretter in der Hand haben, beziehungsweise nicht die Bretter. Die Stämme. Aber auch die haben wir gleich fertig hier. Und dann ist es nur noch das da außen. Dann arbeiten wir von innen nach außen und sagt auch der Frosch. Das Warten, das hat ja gesagt. So, einmal in der Richtung laufen. Ja, wir bauen auf jeden Fall noch ein Gewächshaus.
damit wir auch im Winter die fruchtigeren Pflanzen haben. Bin ich schon zu weit gelaufen? Das ist eine Reaktion, oder? Nur gehört, wie er da gegrillt hat. Oder sie. Es. Also von Story, beziehungsweise halt so hinter den Kulissen muss man ja mal jetzt blicken. Es sind Vampire, die gekreuzt sind mit Zombies. Finde ich irgendwie schon eine coole Vorstellung. So, wir machen jetzt eben die hier hinten fertig, damit wir die auch aus dem Kopf haben. Besser ist es. Dann können wir die nämlich auch abhaken. Und dann arbeiten wir einmal uns hier jetzt einmal ringsrum und dann wieder von da hinten wieder hier zurück. Oder wir machen erst hier vorne und dann die andere Seite. Glaube ich, ist auch sinnvoll. Und auch, glaube ich, besser, weil wir sonst. Also wir müssen so oder so nachher nochmal unsere Sägen wieder umstellen. Wenn wir auf der anderen Seite sind, dann. Können wir doch erstmal die vordere Seite machen und dann die hintere Seite. Sonst müssen wir die Sägen immer wieder umstellen. Ich werde halt definitiv einen kleinen Raum machen, wo wir unsere Holzsachen machen. Also so eine kleine Holzfällerhütte oder so. Wo Holz drinne gelagert wird. Wo unter anderem nicht nur das Holz gelagert wird, auch die Scheite. Damit wir jederzeit sägen können. Mit dem Sägen, ich werde da das Doppelte nochmal machen. Also, wir haben ja jetzt gerade 3, ich werde daraus 6 machen. Einfach nur, weil es ja cool wäre. Meiner Meinung nach. Und eventuell auch uns ein bisschen den Workflow ein bisschen verschnellert. Aber wir dann halt 3 rausnehmen, draufpacken. 3 rausnehmen, draufpacken. Guck, das läuft doch. Dann ist das hier gleich auch fertig. Dann können wir die da weiter vorziehen. Dann ist es eigentlich nur noch diese Reihe. Und dann können wir umbauen, beziehungsweise anfangen mit auch einem Zaun. Also ich habe mir schon was überlegt, wie wir es machen mit dem Zaun. Und hinter den Zaun oder an den Zaun dran sind dann die Stachelfallen, wo die ganzen Zombies dann dran sterben sollen. Und hinter den, also in den Zaun eingezäunten Bereich, da soll unsere Bude sein, wo wir dann unseren Spaß drin haben können mit einem Gewächshaus. Ich denke mal, 1 bis 2 werden reichen, wenn nicht sogar nur 1. Ein Gewächshaus, ja. Vielleicht eine Garage dazu. So, werfen wir mal hier eben die Scheite rein.
Mir macht das Spiel aber sehr viel Spaß. Es ist halt auch wieder so ein richtig schönes Survival-Game, wo man halt erstmal sich aufbauen muss, natürlich auch ein bisschen grinden muss. Also das Holz zu farmen, das wird nicht einfach so von Himmel kommen. Es ist halt schon, ich würde jetzt sagen, fast wie bei The Forest. Nur ich glaube, wir bekommen hier mehr Holz als bei The Forest. Kann mich natürlich auch täuschen. Aber es macht halt mega Spaß. Alleine der Aspekt des Überlebens. Auch das später mit den anderen Herden. Wir hatten das ja schon mal gesehen, diese größeren Herden. Das werden wir definitiv auch wieder anstellen, sobald wir ein bisschen unsere Base aufgebaut haben. Vom Schaden her werde ich ihn trotzdem halt runterpegeln, weil ich möchte nicht, dass unser gebautes oder zumindestens den Blockschaden werde ich halt reduzieren bei denen. So, Spielerschaden ist, glaube ich, echt okay. Also muss ich nicht dran rumschrauben. Auch wenn er verdammt viel Schaden macht. Ja, nee, wir machen das erstmal hier so. Hier haben wir, hier haben wir. Hier haben wir, dann machen wir hier die rein. Nehmen wir jetzt mal eben die Bretter raus. Und zwar aus einem folgenden Grund. Ziehen die jetzt auch schon weiter hier rüber. Wir müssen nicht immer so weit laufen. Umso mehr wir laufen müssen, umso schlimmer. Mal noch die beiden. Und zack. Das sieht doch schon mal besser aus. Dann stelle ich die doch noch mal ein weiter, so dass sie hier so stehen. Und dann haben wir es auch gleich nicht so weit mit der anderen Seite. So. Und raus, packen rein. Hier noch den letzten raus. Nein, das ist gleich nur noch diese Reihe. Dann haben wir es geschafft. Ich bin wirklich begeistert von uns. Dass wir das in kürzester Zeit aufbauen, hätte ich nicht gedacht. Aber ich möchte trotzdem halt den Blockschaden halt runtersetzen. Aus dem folgenden Grund: Wir geben uns jetzt so viel Mühe und die machen uns das dann wieder kaputt. Später dürfen sie gerne ein bisschen mehr Schaden machen. Wenn wir halt auch eine bessere Verteidigung haben. Unser Ziel ist es trotzdem halt besser zu verteidigen. Aber da müssen wir erstmal auch hinkommen. Von nichts kommt nichts. Halbe Karre voll. Ich hatte irgendwo Holz abgelagert natürlich. Hier habe ich das hingemacht. Dann haben wir gleich nur noch den Weg nach da drüben. Ich haue jetzt hier ein bisschen Holz und trage das dann halt gleich da schon mal rüber. Ich glaube, ich mache
Ja, ich werf das gleich mal dahin und dann in der nächsten Folge müssen wir es nur noch platzieren. Und damit ihr nicht auch die ganze Zeit dieses Rumgeholze haben müsst. Okay, hier sind zwei Bäume in einem gewesen. Auch nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.